Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft, Craft Attack 7. Und heute Abend gibt es wieder einen Livestream. Schaut rein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und in dieser Folge muss ich leider nochmal losgehen und erneut pranken. Wenn ihr das erste Video von heute nicht gesehen habt, ganz wichtig, schaut es euch bitte zuerst an, denn dieses Video baut darauf auf, ansonsten versteht ihr es gegebenenfalls nicht, was jetzt los ist. Der Prank von mir, den ich gemacht hatte, der wurde etwas, ruiniert. Prank ruined. Es hat nicht funktioniert. Wieso, weshalb, warum, das werde ich jetzt nochmal erklären und dann ziehen wir los und korrigieren es mal und pranken nochmal erneut, aber auf ein bisschen anders nochmal, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, schaut bitte ganz, ganz dringend die erste Folge, werde ich euch bei Infocard oben rechts in der Ecke verlinken. Schaut rein und kommt dann wieder zu dem Video zurück, würde mich echt freuen. Und wie ich das Ganze alles gemacht hatte mit Ei und so, das werdet ihr nochmal morgen sehen, Teil 1, übermorgen Teil 2. Wenn ihr die Folgen verpassen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr vergesst, den Kanal zu abonnieren, denn dann kriegt ihr immer Bescheid und wenn ihr die Benachrichtigung einschaltet, sowieso. Vielen Dank schon mal dafür und ja, dann legen wir los mit dieser Folge. So, ich mache nochmal einen kleinen Vorspann oder einen kleinen Talk vorne dran. In dieser Folge werde ich nochmalig rumziehen und Dracheneier verteilen, denn es gab ein kleines Problem. Der Prank war nicht erfolgreich, leider. Ich hatte das auch noch gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich war morgens online. Ich habe die Eier bei jedem gesetzt in der Base. Also es war auch aus einem positiven Sinne gemeint. Ne? Ich meine, beim Drachenfight haben sich ein paar Leute auch drum gezofft, wer das Drachenei kriegt und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es halt eine Möglichkeit, wie wir ein bisschen mehr haben. Und ich wollte so gut wie in jeder Base ein paar setzen, damit jeder Dracheneier bekommt. Also es war eigentlich auch was Positives gemeint. G-Time hat sich morgens eingeloggt und hat die Eier bei sich auch in der Base gesehen. Ich habe auch seinen Stream nachgeschaut, beziehungsweise war sogar zu dem Zeitpunkt da. Aber ich wollte ja noch nicht auflösen, dass ich die Eier verteilt hatte. Und deswegen musste ich stillschweigen, weil sonst hätte ich ihn auch aufhalten können. Aber G-Time ist rumgegangen, hat nicht nur die Eier in seiner Base entfernt. Er hat auch, glaube ich, schon eine sehr schlechte Laune an dem Tag gehabt. Sondern er ist rumgegangen und hat alle Eier, die ich platziert hatte in dem Prank, auch bei anderen Spielern, mit denen er jetzt nichts zu tun hatte, abgebaut. Also er hat den Prank komplett zurückgebaut, was ich, für mich war das leider vollkommen unverständlich. Also wenn er bei ihm der Base ist, ist klar. Also ich habe eigentlich gedacht, er freut sich auch, aber die eigenen Sachen darf er natürlich dann auch abbauen, entfernen. Ich möchte halt, dass die Leute auch entsprechend darauf reagieren. Aber wenn ich jetzt beispielsweise einen Zinus oben pranke oder einen Klim beispielsweise, dann habe ich auch Eier eingesetzt und er ist halt hingegangen, hat die Eier abgebaut, bevor Klim es gesehen hatte, sodass Klim gar nicht darauf reagieren konnte und sich freuen konnte. Und das ist halt schade und das hat er nicht nur da gemacht, sondern überall, bei allen Spielern, bei Joe, bei den Römern, Revi habe ich es oben gesetzt, Rotpilz hatte ich es hingesetzt, bei Kefti war noch da, da war er tatsächlich nicht, Romat hatte ich eins oben hingesetzt, ich hatte die in der Base verteilt und ich meine, ich habe es im letzten Video gesehen, das fand ich super schade irgendwie, deswegen gehe ich jetzt heute in dieser Folge nochmalig rum und verteile die, ich habe die auch schon aufgenommen gehabt, das ist so ein kleiner Vorspann, ich weiß nicht, wie ich jetzt nochmal kurz das zum Thema mache. Also, ja, das war, es ist für mich unverständlich gewesen, also, schreibt G-Dan deswegen jetzt nichts Böses, okay, sondern, also, vergessen wir das wieder, aber, ich habe mich ziemlich geärgert und ich musste auch dicht halten in dem Zeitpunkt und, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ich auch mal mit ihm sprechen und dann klären wir das vielleicht so, aber, das ist halt einmischen in Pranks, die an andere gehen, das fand ich nicht so schön. Das war, die Tipps sind auch von den Zuschauern Richtung Stegi gegangen, weil er zuletzt das Ei hatte. Ja, Stegi war es natürlich auch nicht, bei ihm habe ich auch Eier gesetzt, also ging ein bisschen komplett aus dem Ruder und lief nicht so schön, aber da müssen wir leider auch mal losgehen und erneut Eier verteilen an die, wo er halt abgebaut hat und die noch nicht drauf reagiert hatten, die es noch nicht gesehen hatten und deswegen gehe ich dann nochmal, los und so. Ja, Leute, dann müssen wir jetzt nochmal losgehen und erneut verteilen. Aber diesmal mache ich es vielleicht ein bisschen anders und ich kann mal die Eier aus der Hand nehmen. Sah ein bisschen bedrohlich aus, mit beiden der Hand. Sah ein bisschen bedrohlicher aus und. Natürlich müssen wir uns streng genommen bei uns jetzt anfangen, wenn wir es bei allen machen. Und deswegen setze ich hier nochmal einfach so 10 Stück hin. Einfach so eine Pyramide. So. Einfach eine Pyramide. Und dann ist auffällig. Oder 4 zumindest. Oder irgendwie sowas. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Schade, schade, schade. Und, aber ich packe das halt alles mit drauf, dass ihr genau seht immer, was ich mache. Wo packen wir denn noch welche hin? Also hier unten kann ich schlecht, aber dann würde ich sagen, wir gehen mal zu Reef drüber. Das bin ich auf allen Grundstücken entfernt, wurde mit nur ein paar Ausnahmen. So, hier sind ganz viele Katzen. Huch. Ja, da kam was zusammen. Dann machen wir einfach hier welche hin. Weiß aber nicht, ob 9 vielleicht zu viele sind.
Obwohl, ja, ich habe genug. Ich habe eigentlich genug. Können wir zumachen. Dann als nächstes. Also es geht auch viel schneller, wenn ich hier Leute alle anfliege. Nehmen wir nochmal Rotpilz, würde ich sagen. Ich habe zu wenig Eier dabei, um alle zu beliefern, ne? So, können wir mal hier hinfliegen. Und bei Rotpilz würde ich sagen, die stellen wir hier vorne nochmal rein auf den Weg. Verdammt, sind wir erst angeklickt. Verdammt. Und Kev ist wieder auf den Server gejoint. Habe ich schon beim ersten Mal erwischt. Da ist er wieder. Hi. Hi. Ja, das lasse ich dann, lasse ich das hier unten liegen. Passt schon. Schon wieder so lange wach? Ja, ich hätte mal kurz mit ihm quatschen. So, Leute, Kev ist mit dabei. Ich habe gesagt, ich muss mich wieder ausholen. Kev hat mich ja letztes Mal schon flagranti erwischt. Ja, Kev mit den Eiern. Irgendwie schade, ne? Ich habe die überall gesetzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, ne? Ich habe sie noch gesehen in meiner Basis. Ja, genau. Nee, das war auch richtig. Aber am nächsten Tag... Nein, sag mir nicht, bei Regen teleportieren sie sich weg. Warte. Also, was ich jetzt meinte war, ich hatte ja die überall gesetzt, aber G-Time hatte sich dann auch morgens eingeloggt, so um 10 oder so, ne? Hatte das gesehen bei sich, hat seinen halt abgebaut und hat die bei allen anderen Mitspielern auch abgebaut, ne? Bei mir in der Base, bei Reefed, überall, von allen Spielern und hat sie, und sozusagen der Prank ist gar nicht angekommen. Was? Ja, der ist zu allen, hat gesehen, dass überall Dracheneier waren, ist zu jedem Spieler gegangen und hat die einfach wieder abgebaut. Und wieso? Ja, weiß ich nicht. Also, war ein bisschen angefressen schon von der Laune her, glaube ich. Und ist halt rumgegangen, hat das gesehen und war irgendwie dann wütend und hat dann von jedem die Dinge abgebaut und dann... Aber wann hat er das angeblich? Gestern um 10 Uhr morgens? Ja, der so ab 10 war, glaube ich. Dann war er in meiner Basis aber nicht. Ja, nee, gut, bei dir war er nicht. Das habe ich gesehen. Bei dir standen die noch. Ja, wollte gerade sagen, bei mir waren nämlich noch wirklich viele da. Also, nicht, weil gestern um, wann war ich noch da? 20 Uhr oder so? Ich glaube, er ist nicht da rumgelaufen, aber... Er hat halt gesehen, dass die überall waren und ich fand das irgendwie voll schade. Und das Problem ist halt meine Folge. Wirklich? Wieso denn? Naja, die Folge, die kommt halt auch erst jetzt, ne, 2 Tage später sozusagen, wo ich es mache. Und ich habe die Folgen alle schon geplant und ich konnte halt gestern jetzt auch schlecht was dazu sagen. Ich habe das so mich reingefressen. Ich war so mies drauf. Ich war kurz vor explodieren die ganze Zeit. Und ich musste aber noch komplett durchziehen, auch den kompletten Livestream, ne? Durchziehen, so tun, ja, nee, alles klar, ach, da waren Eier und dies, das und, schade, Mann. Echt bitter, Alter, crazy. Also, ich hab's nicht ganz verstanden. Wieso ihn das gestört hat? Also, letzten Endes ist es ja eigentlich ein Geschenk, also, würde ich sagen. Also, die Eier sind ja schon nicht verkehrt. Das ist ja dupliziert, aber ein Gegenstand, den man nicht anders verwenden kann, also da. Ja, den kannst du nicht anders verwenden und so und ich weiß ja, der hat dann live Chat gefragt, wer das gewesen sein könnte und dann ist er zu Stegi rüber, weil Stegi hat zuletzt das Drachenei gehabt, ne? Und dann dachte er, Stegi hätte die dupliziert und dann hat er alle abgebaut vom kompletten Server und bei Stegi hingesetzt. Und Schilder hingesetzt, hier, ich habe die Schrei deiner Drachenmutter verspürt oder so, hier hast du die Eier wieder. Oh, krass, Alter. Ja, gut, Stegi wusste halt auch nicht dann, wie ihm geschieht, ne? Ja, da dachte er wahrscheinlich, er reagiert darauf irgendwie, weil es schon irgendwie öffentlich geworden ist oder so, ne? Und wusste ja noch nicht, dass es irgendwie... Nee, also wirklich, es weiß immer noch keiner, wer es ist, ne? Oder wer es jetzt war. Also aktueller Stand weiß noch keiner. Am 23. wissen es die Leute, da kommt meine Folge online. Ja, nee, klar, das ist, wie gesagt, meine kommt ja dann morgen, aber... Ja, I don't know. Also Klim wollte ich auch welche schenken und er hat es halt auch nicht gefunden dann. Oh Mann. Tja, hey. Keine Ahnung. Das hat mich ein bisschen frustriert und jetzt bin ich halt dran und ja, Leute, ich habe 5 Schalker-Kisten voller Eier. Wenn G-Time jetzt die, keine Ahnung, die ich da gesetzt habe, die, weiß nicht, 200 Stück abgebaut hat, ich kann weiterspielen. Ich habe ein paar tausend. Aber ich lasse G-Time jetzt aus. Setz ihm einfach ein Schild in die Basis. Hör auf, meine Eier abzubauen oder irgendwie sowas. Ja, nee, also ich denke mal, ich weiß nicht, ob er jetzt, sein Marathon-Stream ist halt jetzt beendet, ne, und ich weiß noch nicht, ob er das jetzt wieder sehen wird. Ja, aber mach das doch, ich meine, ein Schild tut ja nicht weh. Achso, dachtest du gestern, wollte ich ja noch fragen, dachtest du gestern, ich beklaue dich, als ich deine Kisten durchgeguckt habe? Weil du bist gestern zu mir gelaufen, meintest, Kill. Was, wie, wo? Nochmal, Sekunde. Ich war bei dir und hatte gefragt wegen rotem Farbstoff. Ach so, ja. Nee, nicht, dass du klaust. Pass auf, funny story. Ich bin halt einfach on stream. Und kommst halt vorbei. Hast du, was genau, hast du gefragt? Du wolltest zuerst,
Was war das? Was war das? Irgendwas wolltest du, Federn wolltest du haben, genau. Und habe ich gesagt, ja Genau, klar, ich kein habe Ding. später gesehen, dass am Spawn ja super viele Federn sind, also habe ich hier deine Ja. abgeluchst, das tut mir Nee, leid. nee, nee, alles okay, aber Federn so, ja, habe ich kein Problem. Dann so, Spark, hast du Gold? Ja, warte, ich habe auch noch ein bisschen Gold. Spark, hast du Farbstoff? Und dann habe ich einen roten gehabt, Spark, hast du wirklich gelben Farbstoff? Weißt du, also ist ja kein Ding, ich kann ja was leihen, aber so drei Sachen an, Spark, Spark, Ach so, Spark. ich dachte, weil Und, ich dann einfach so in deine Kiste geguckt habe. Ja, ja. später bin ich auch. Ich meine, Rotpilz hat ja auch eine Eisenfarm, da bin ich dann hingegangen, Genau, habe auch noch aber mehr das war ja Farbstoff on genommen. Stream, ne? Pass auf. So. Und bevor ich im Stream gestartet hatte, ich hab mich vorher noch eingeloggt, weil Revi bei mir direkt gemobst hatte. Habe ich schon vorm Stream reingeloggt. So, Joe hat den zur Kiste geführt, weil er Quarz gebraucht hat. Und dann war das mein Unvercrafted, also nicht in Blöcken, sondern der Rohquarz drin, den ich für Observer und Redstone-Technik brauche. Ne? Revi hat sich Genau. alles genommen und in Blöcke gecraftet. Oder und Wer wollte in hat sich Blöcke das genommen? craften. Hat sich alles genommen. Und ich bin halt hingegangen, habe gesagt, dann so, halt, stopp, nein, da nicht. Und dann, ja, Oh mein Klassiker Gott, das für rausgekriegt. sowas Unwertvolles auch noch, das ist bitter. Ja, was ist unwertvoll? Das ist halt schon ein bisschen anstrengend, den zusammen Ja, ist halt. deswegen, also gerade so, wer hätte noch die Blöcke Ja, einfach, aber die wären auch irgendwo im weißt Überfluss du, das gewesen. stört, ich habe ja auch kein, ich kann ja Leuten was geben, aber mich stört es dann einfach, wenn man ungefragt sich Sachen nimmt und vor allem auch so Sachen, wo man vorher wirklich Zeit reingesteckt, so eine Stunde oder zwei oder was weiß ich, wie lange, ich weiß nicht, wie lange ich da gebraucht habe zum Farmen oder die ganze Zeit so ein bisschen. Und es Soll ist ich halt dir irgendwie sagen, ich frustrierend. fühle dir nach. Ich habe extra diese automatische Baumfarm gebaut, wo ich Ja. extra diese unendliche Knochenmehlfarm gebaut habe, die Setzlingrückerstattung, bla bla bla. Ich habe da bestimmt 10 Stunden an allem gebaut, Ja, mir um geht's ja summa gar nicht mal summarum um die 100 Items Stacks da. Holz geklaut zu kriegen. Aha. Mir geht's ja gar nicht mal um die Items da oder dass ich nichts gönne oder so, aber dieses einfach nicht respektieren den Zeitaufwand, den man reinsteckt. Ich meine, ich kann mit der Zeit auch Das was stimmt. Besseres machen, in dem Fall zur Not. Hört sich nicht böse anhören, aber ich sitze halt da und man arbeitet dafür und dann wird es einfach weggenommen. Es geht ja nicht mal um die Items, es geht einfach um das, was außenrum so dazugehört. Ein bisschen doof. Ja. So. Ja, nee, keine Ahnung, ich habe das gerade gesehen und ich habe auch jetzt aushalten müssen, ne? Ich habe den kompletten gestrigen Tag aushalten müssen. Ich war morgens noch da, habe so Tidams Livestream geschaut und mir stand es schon bis oben, nein, mach die nicht weg. Aber ich konnte es natürlich, weil er on Stream auch nicht sagen, dass er es nicht tun sollte. Also, ich habe den ganzen Tag durchgehalten, plus den gestrigen Stream und jetzt setze ich sie wieder und lasse meinen Frust raus. Ich muss Ja, wie gucken. gesagt, ich würde dir empfehlen, platziere ein Schild. Das tut niemandem weh und das schürt keinen Verdacht. Einfach hinstellen. Hör auf, meine Eier abzubauen. Ja, ne, ich formuliere es einfach. Bitte keine Eier bauen. Aber ich war ehrlich, Ja, wirklich, ne. oder so halt, ne? Ich dachte jetzt im Sinne von, vielleicht denkt er ja an diese Drachenmutter, bla bla bla. Ja, ich hoffe halt jetzt drauf, dass er jetzt nicht mehr so früh on ist. Und das Problem ist halt auch, jetzt haben die Leute schon irgendwie so mitbekommen, dass es da Eier gibt. Und können da nicht mehr wirklich richtig drauf reacten und so, glaube ich. Weil es ist schon so ein bisschen Wissen. Ach, es sind wieder welche bei mir. So, das ist schade. Egal, egal, egal. Aber. Ja, ich gucke mal, dass es ein bisschen rumfliegt, die noch bebau, wenn es geht. Das ist ein Drown mit Dings. Boah, ich Dann habe so mache eine ich. fette Überraschung geplant, da an dieser Stelle, wo ich diesen Spawn Naja. Platz da reserviert habe. Das wird so geil, also wirklich Also so meine geil. Folge, die kommt jetzt am Samstag, also morgen. Wahrscheinlich ist das dein noch nicht da dann, ne? Nee, meine kommt kurz vor Okay. Silvester. Okay. Da bist du, ja, da bist du ein bisschen voraus. Da setze ich auch noch welche hin. Ja, lassen wir das da. Ich habe noch mal ein paar neue Eier mitgeschnappt, aber jetzt nicht alle. Bei Basti hier waren sie schon, das hatte ich gesehen. Stegi oben hatte ich auch schon, da muss ich nicht noch mehr hin. Wo muss Kann ich man mit hin? Villagern unendlich Gold tauschen? Mit Villagern und dich Gold tauschen. Also, du kannst Gold verkaufen, aber du kannst kein Gold Weil ertauschen. mir hat gestern Dings da gesagt, der liebe Basti GHG, dass er, weil er wollte Enderrods haben und ich habe ja einmal um allen Leuten so ein bisschen, keine Ahnung, mal zu gucken, dass ich selber ein paar Elytras habe. Habe ich super viel auch Enderrods gefarmt. Und er wollte 32 Stück haben. Und dann habe ich gefragt: So, yo, ich brauche halt Gold, weil ich gerade auch farme. Und anstatt dass ich mich da farmingmäßig hinstelle, kannst du mir auch einfaches Zeug geben. Dann hat er gesagt: So, yo, ich sag so, wie viel willst du? Ich sag so, ja, wie viel willst du denn geben? Er sagt so, ja, ich kann sie ja unendlich mit den Villagern tauschen, deswegen ist es schwer, da irgendwie einen Preis festzumachen. Und deswegen die Aber Frage an dich: Geht Gold? das? Also goldene Karotten gehen halt. Du kannst Gold verkaufen, aber nicht kaufen beim Cleric, soweit ich weiß. Also, dass man
Gold ertauschen kann. Wenn, dann habe ich vielleicht irgendwas gerade verpasst, aber ich glaube nicht. Goldene Karotten kannst du auch erkaufen oder so. Aber genau, weil Gold, ich dachte, Gold zu bekommen ist die einzige Möglichkeit über halt diese Farm im Nether. Genau. Also da kannst du dich jederzeit dran stellen, denke ich. Ja, aber das ist halt nicht so eine ganze, da ich kann ich nicht komplett AFK stehen. Ja, das stimmt. Das dauert ein bisschen. Aber ne, bin ich gerade etwas, also wenn ich nicht ganz was falsch kalkuliert hat, nö, eigentlich nicht, nur verkaufen. Okay, na nee, gut, dann war ich, habe ich mich nur gefragt. Ja. Ich habe noch die Basen. Tja, mit 1,15 wird das Villager Trading aber auch wahnsinnig mies, ne? Die schalten ja, nur noch wann zweimal. Wann kommt denn die 1,15? Also zunächst mal, eigentlich wollten wir schon längst updaten. Das Problem war halt noch Rotpilz wegen dem PC. Das schafft er nicht. Der braucht Optifine dafür. Und Optifine ist ja erst so 15% fertig oder so für 1,15. Das heißt, es kann auch Wochen dauern oder so. Aber bei der 1,15 ist so, sie will schon noch zweimal am Tag ihre Angebote freischalten. Also kannst du maximal 24 Items traden bei einem Villager am Tag, weil 12 pro Trade sozusagen. Tja. Ich muss sagen, ich bin der Einzige, der keinen Villager hat, ne? Ja, das kann schon sein. Ja, kann sein. Muss ich sagen, also brauche ich nicht. Weil essen goldene Karotten. Ja gut, aber willst du die prinzipiell gar goldene nicht, Karotten gar essen, nicht wenn ich machen? Unendlich gebratenes Hühnchenfleisch habe? Das bringt mir mehr Essen wieder. Ja gut, aber willst du die prinzipiell gar nicht haben oder so? Weil kann man ja mal ausnutzen vom Spiel. So, ne? Ja, also wenn so eine automatische Weizenfarm oder so, das wäre schon witzig. Ja, genau. Aber ich auch noch gerade muss ich sagen, gab es irgendwie genug anderes zu tun. Dann bin ich irgendwie nicht zugekommen. Okay. Oh nice, wieder zwei Diamanten durch meinen Holzshop. Ehre. So, ja, bei meinem muss ich auch nochmal clearen, eventuell gleich. Mach ich dann aber auch on Stream, wenn ich auf das gestrige, oh mein Gott, ganz viele Dracheneier reagiere. Dann nehme ich, packe ich das mit die Folge noch rein und ja, ey, mein Zauberwald hat sich übelst vergrößert gerade. Ja, bei mir sind auf jeden Fall noch schön viele Eier, wenn du immer einen Screenshot brauchst, bist du hier herzlich willkommen. Ja, nee, alles gut. Ich habe gerade noch ein paar neue gesetzt. Ich überlege nur gerade, wen ich noch vergessen habe. Also bei Joe müssten die, glaube ich, noch weggemacht sein, aber Joe weiß es eigentlich auch schon. Hast du meine Burg überhaupt schon mal gesehen, wie groß die jetzt geworden ist? Ich bin eben gerade rüber geflogen. Und dass ich diese weiteren Plateaus und so gebaut habe, es wird jetzt richtig groß. Zur Seite. Da hast du auch mal so einen Ableger zur Seite gehabt, wo eine TNT-Duper drin war. Wie bitte? Du hast doch mal so einen Ableger zur Seite gemacht, wo ein TNT-Duber drin war. Nee, ich habe immer nur im Berginneren gebaut. Das war super schwierig. Ich habe niemals den Berg vernichtet, in dem ich drin war. Naja, ich meine, die Anfangs-TNT-Duber, die waren so ein bisschen aus. Achso, ja, da kommt noch so ein Pfeiler hin. Genau. Aber ich meine, so diese Plattform, die ich jetzt hier hatte, ansonsten ja, die anderen... Ja, da hast du mal die Mauern unten entlang gezogen. Ja. Und jetzt geht es noch eine weitere Ebene. Dann bin ich langsam Teil der Stadt, ey. Hier kommt was Tolles hin. Moment, bin schon direkt hochgeflogen. Ja, genau. Ne, warte mal, die Fläche hatte ich noch nicht gesehen. War die gestern auch schon da? Weil als ich nämlich die Eier verteilt habe, hatte ich Platz gesucht zum Verteilen. Das war, glaube ich, noch nicht da gestern, oder? Ich glaube schon, das hast du noch nicht gesehen. Ich habe mich auch gewundert, wieso du hier nichts platziert hattest. Okay, gut, ne, dann habe ich das irgendwie nicht wahrgenommen. Weil, guck mal, ich will ja so auf Ebene bauen. Ich finde es irgendwie, also auch wenn es so ein, sag ich mal, klassisches Burgthema ist, finde ich es irgendwie geil. Also, das ist aus wie die Ülsburg. Verschiedene Ebene, verschiedene Hänge. Aber vielleicht Drex musst du versucht, verschiedene Steinsorten zu nehmen auf dem Boden. Ja, ich hätte, also du hast sehr, sehr viel mit Cobblestone gebaut. Ich hätte, pass auf, du kannst seit neuestem Clean Stone Stairs machen, ne? Ja, genau, aber ich meine, guck mal, hier sind Stairs sind bei mir Cobblestone, dann habe ich hier Bricks, dann sind drinnen ist dann Clean Stone, sodass ich verschiedene Ebenen habe. Das ist halt. Ja, ja, okay. Mal so, mal okay, so. Okay, okay. Ich wollte ein bisschen Abwechslung haben, weil ich glaube, von Namen, es soll halt von weitem so unterschiedlich aussehen. Jupp. Aber du hast recht, ist viel. Also was ich halt gerne mache, ich mache solche so randomisierte Sachen, also dass man Ebene hat, wo der Boden so aus Andesit ist, Cleanstone, Cobblestone, also wirklich so nicht ein Material für die ganze Fläche, sondern so ein bisschen randomized, dann das so ein bisschen Ach Detail so. Hat oder mal eine Stair rein, die so drin liegt, damit da so ein bisschen der Boden zerbrochen ist oder so, oder mal ein Cracked Brick oder so. Das heißt sau viel Arbeit dann bei der großen Fläche. Ja, das ist übertrieben viel Arbeit, ich glaube, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Ja. Aber guck mal, Volker, Dena hat auch schon ewig nicht mehr gespielt, ne? Ja, ja.
Aber da schon Gomme die auch Eier auch nicht noch. mehr. Also wie gesagt, ich glaube, alle spielen hier nicht mehr auf der Seite, bis auf die Römer. Wir sind ja weiterhin. Ja, also Crafting nimmt tatsächlich die Aktivität jetzt wieder ein bisschen ab, aber wir waren dieses Jahr eigentlich echt gut dabei. Also es war, glaube ich, also Also bei mehr und euch in der länger. Mitte leider hier wirklich. Also Gomme hat ja, glaube ich, nur zwei Nee, nee, Folgen nee, gemacht oder gar Gomme war nicht. echt am Anfang dann direkt raus. Das hatte ich aber auch schon mitbekommen. Felix hat irgendwas aufgehört. Unge ist da hinten auf dem Berg gewesen, ist auch direkt raus, genau wie Axel und die anderen. War ein bisschen schade. Tja, das ist leider eine So, tote Ecke, deswegen, die du jetzt kommt hast. nämlich mein großer Aufschwung. Ich werde mich zur Stadt hinbauen. Die nächste Ebene kommt hier runter. Hier ist ja schon das Plateau. Das heißt, hier wird mein Aussichtsposten sein auf dieser Ebene. Jo. Und dann stehe ich direkt über euch Kannst du als bis nach der unten König. gucken? Siehst du das Dorf von hier aus, wegen der Renner-Distance? Ja, klar. Okay, gut, weil normalerweise muss man hinfliegen, bis geladen wird. Nee, ich habe So. eine große Hey, Render-Distance. von Also, oben habe ich es ich auch noch nicht stehe gesehen. direkt über Rotpilz seinem Ding und. Da vorne ist dein Dorf. Da muss man ein bisschen mehr Detail zu, also irgendwie so Graspflanzen und alles Mögliche. Ich habe jetzt so lilane Ja. Kristalle gemacht und grüne Kristalle, die schweben. Und den Oh, Zauberwald, und die geil. Bäume waren aufwendig. Ah, zeig mal deine Bäume. Da muss ich gleich mit der Aufnahme loslegen. Heute habe ich einen engen Terminplan. Custom Trees, ich habe angefangen, die Wurzeln von den Bäumen jetzt zu Potzoll zu setzen. Aber. Ah, diese Pylons meinst du. Ja, das sieht Ja, cool aus. da kommt noch ein Das sieht bisschen mehr verwunschen dazu. aus. Auch hier so Wasserflächen mit Seerosen drauf, so ein bisschen sumpfig und voll bunt. Also, ich habe ja den Gamma-Wert immer hochgestellt, damit ich nie Fackeln alles brauche. Also, theoretisch, damit alles immer schön hell ist für die Zuschauer. Das sieht nochmal ein bisschen farbenprächtiger aus. Und sag mal, weißt du eigentlich, wer die ganze Zeit meinen Shop vandalisiert, indem er das A und das R vertauscht zu Sprack Shop? Schon das achte Mal, dass ich es wieder Nee, zurückgetauscht habe. ist mir noch nie aufgefallen. Ja, also er, nee, jetzt ist es ja gerade richtig. Ich habe es ja richtig gesehen, aber ich habe es schon Ach achtmal so. zurückgeändert. Tiltend. Tilten auf Doom. Ja, Naja. das ist nervig, das Und ich habe stimmt. die Häuser nochmal angepasst, die Details gemacht mit denen, die Oh, waren so cool. flach. Und da habe ich nochmal ein bisschen überarbeitet. Lol, ich sitze auf dem Viech. Ist ein Skelettpferd drin? Ja, genau, ich habe die Skelettpferde umgezogen und Wie, habe ich die. kann mich einfach draufsetzen? Hallo. Ja, klar, wenn du das auf Sattel setzt, kannst du direkt losreiten, also. Da ist kein Sattel drauf. Ja, ich habe nicht auf jedem Sattel, aber da hinten sind welche mit Sattel. Ich sitze einfach so auf dem Pferd. Ich bin der Herr der Unterwelt. Ich kann mich auf jedes Pferd Ja, draufsetzen, was klar, ich will. kannst du auch Vanille, du kannst ja auf jedes Pferd draufsetzen. Aber ich dachte, die stoßen dann runter. Nein, Pferde stoßen dich nur runter, wenn du die noch nicht gezähmt hast. Dann musst du die einfach mal draufsetzen, bis du sie gezähmt hast, dann kommen so Herzpartikel und dann stoßen sie sich nicht mehr Ach so, runter. so kann ich nur draufsitzen und so könnte ich sie steuern, oder Genau, was? genau. Ah. Die Ich Sache ist dachte, aber jetzt. die sind ja schon gezähmt, die sind auch standardmäßig gezähmt. Wenn Skelettpferde spawnen, die sind immer von für den Spieler gezähmt. Du musst sie nicht nochmal explizit zähmen. Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Genau, sind da Skelettreiter drauf, wenn du die noch runterschießt, dann kannst du das Pferd sofort nutzen, wenn du einen Sattel hast. Boah, hier spawnen immer so viele Katzen, ey. Die müssen alle Ja, getötet das ist halt werden. von dem Dorf-Spawning-Dings. Aber das ist ja ein Ocelot, das ist keine Katze, die ist ja wegen Dschungel gespawnt. Warum hast du einen Hass gegen Katzen? Ich weiß, okay, du bist mehr der Hundetyp, ich weiß. Nee, ich habe ja super viele Katzen bei mir, aber irgendwie spawnen die immer bei mir in der Basis und dieses Miau, das nervt einfach. Ja, oder in der gestrigen Folge, da waren auch irgendwo Katzen oder die Skelettpferde noch über mir und so. Ich war in der Base und die Leute so: Spark, bist du Vater? Ich höre die ganze Zeit ein Kind im Hintergrund. Das haben so viele Leute kommentiert. Ist da ein Baby im Hintergrund oder so? Nicht so WTF, das war ein Skelettpferd oder eine Katze oder irgendein Fuchs oder irgendwas. Krass. Stell dich mal Ja. hier hin, Spark, wo ich stehe und guck mal nach vorne. Ich bin gerade am Bauen, ich werde das gleich jetzt in der Folge bauen. Aber ich zeig dir schon mal eine Ja, Kleinigkeit, die zeig mir ich nicht so gemacht habe. viel, Das meine wird. Folge kommt morgen. Ja, ist egal, das ist ja noch nicht fertig. Das ist ja nur der Einstieg. Ich muss nur kurz den Eingang finden. Dass du Irgendwie alles siehst, dass hier zerrupft. etwas Wundervolles entsteht. Hä? Alles zerrupft hier das Terrain. Ich gebe mir so viel Mühe beim Bauen und es wird einfach gesprengt, weil ein Creeper hochgegangen ist. Achso, warte am besten oben. Ich gehe hier rein, dass du nicht reinguckst. So, ja. Nee, ich Von habe oben nichts kannst du es gesehen. am besten sehen. Ich habe nichts gesehen. Ja, also das hast du auf jeden Fall schon gesehen, aber ich bin stolz drauf, weil ich sowas noch nie gebaut habe. Bist du oben? Ich bin oben, ja. Yep. Hallo. Eine Tür. So, soll ich reinhüpfen? Ah, nee, okay, hat wieder zugemacht. Genau, ich soll nicht rein. So, genau. Eine fette Piston-Door. Also 3x3 ist cool. 3x3 Finde Piston auch cool, cool. also ich hätte nicht gedacht, dass man das Flush mit dem Boden bauen kann. Aber ist Ja, es geht gerade alles. von Gras zu Dirt geworden? Ja, weil du ziehst das ja nach unten unter diese Blöcke hier, ne? Ach so, Drunter. mit in der Und dann Zeit, ist ja ja, über okay, dem Gras ein verstehe. Block drüber und dann will das wieder zur Erde. Aber ich werde sowieso später das hier schön irgendwie umrahmen oder so. Hier kommt dann noch so eine kleine Stelle hin, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also da kannst du gespannt Naja. bleiben. Und ich habe wirklich alles vorbereitet. Also ich habe hier so viele Stunden jetzt gefarmt, dass jeder ein tolles Erlebnis hat. Was ist denn eigentlich Aber hier mit dazu dann dem?
Demnächst mehr. Was denn hier mit dem? Ah, lol, das ist hier die Flying Machine von Joe. Huch, was ist denn hier los? Warum ist die, warum hängt die so nach oben? Normalerweise muss die doch Flasche auch mit dem Boden sein. Die Schleimblöcke drunter. I don't know, that's strange. Egal. Das ist echt strange. Okay, cool, Jusbuck, ich muss dann weiter. Yes, yes, ich mache die Folge fertig. Es hat mir geholfen, mich ein bisschen auszuheulen. Oh nein. Ja, gerne, kein Thema. Why didn't it work? Egal. Bei mir hat es funktioniert, ich habe es gesehen. Yes. Dann würde ich die Folge gerade mal beenden. Ich weiß gar nicht, wie lange die geht. Aber danke fürs Zuschauen. Wir haben auch neu die Eier verteilt. Wenn ich natürlich irgendwie vergessen habe, setze ich gleich nochmal welche oder so. Aber ich denke mal, wir haben es geschafft. Und dann werde ich jetzt natürlich auch gleich direkt nochmal die Folge aufnehmen, die davor kommt für den heutigen Tag. Weil die habe ich ja auch noch nicht. Und dann zeige ich nochmal die neuen Eier, wie auch immer. So, Sparky out und ciao, ciao. Ciao.